Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, der dritten Folge. Jetzt werden wir doch mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich denke mal, wir sollten dem Wind folgen. Und jo, das schauen wir jetzt einfach mal. Oh, mein Controller ist aus. Genau, folge dem Wind. Das machen wir doch jetzt mal. Aber erst schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Das werdet ihr oft bei mir sehen, Leute, dass ich mich sehr viel umschauen werde, weil ich will ja nichts übersehen. Bei Zwangsläufig wird man sowieso was übersehen, aber okay, kehren ins Gebiet zurück. Okay, dann folgen wir mal dem Wind. Was ist das? Okay, ich denke mal, war als Fotomodus oder so. Können wir schnell in die Einstellung schauen. Fischen, leitender Wind plus Gesten. Okay. Okay. Sprich mit Yuna. Jin, was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen, schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele! Deckung! Ins Gras! Okay. Also wie bei Assassin's Creed hier. Die suchen sich ja nach dir. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Okay. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um.
Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Jetzt sind sie sich nicht mehr einig, die zwei. Alter Finne. Okay, ich kann nur die Kamera bewegen. Sucker Punch presents Ghost of Tsushima. Akt 1, rette Fürst Shimura. Okay, wir sind jetzt in der dritten Folge, erst im Akt 1 angelangt. Aber okay. Erkundigung Tsushimas. Karte aufzeigen verfügbar. Drücke Option, um anzuzeigen. Insel Tsushima. Okay, ein Fragezeichen. Erkunde Tsushima, um neue Orte zu entdecken. Ja, dies ist eine Geschichte. Ich denke mal die Hauptstory. Der Kriegerkodex. Juna sucht nach ihrem Bruder, einem Schmied namens Taka, der von den Mongolen gefangen genommen wurde. Belohnungen, Erweiterung der Legende Viel, Belohnung Attentat, fokussiertes Hören in Aufzeichnung, Anzeigen. Schließe Geschichten ab, um deine Legende zu erweitern und neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten, okay? Der geborene Samurai. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue mächtige Techniken. Die Geschichte von Sensei Ishikawa. Sensei Ishikawa war bei der Schlacht gegen die Mongolen am Strand von... Okay. Da sieht man praktisch, was man praktisch hier alles erhält. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Tipps, folge dem leitenden Wind, um dein verfolgtes Ziel zu erreichen. Cool. Wische auf dem Digipad nach oben. Können wir hier schauen? Ja, sind wir richtig sogar? Okay. Ich glaube, wir werden jetzt mal ein bisschen erkunden hier. Kann ich runtersteigen? Ah, okay. Bin eher zu Fuß unterwegs, das gefällt mir besser. Da gibt es auch Mats. Bambus. Wenn man spinnt, steht, ob sie irgendwas brauchen, irgendwas craften oder so. Erstmal ein bisschen einfinden. Gasthaus Reiseholung, mongolisches Gebiet. Ja, ich denke, es wird alles Mongolengebiet sein hier. Die herausfordern. Er will kämpfen. Korrekt, Namkum Jum.
Das ist ein Hey, ja, ja, du musst dich ausweichen. Eieiei. Es geht schon gut los. Ich muss echt mehr ausweichen. Sind die jetzt alle wieder da oder sind die nicht da? Der Mund beißt da. Alter. Kommt Harak durch, wenn wir ihn helfen. Okay. Okay, wir haben ja eine Entschlossenheit mehr. Ob es irgendwo Vorräte gibt? Ja, geht die Entschlossenheit von alleine wieder hoch? Das würde mich interessieren. Okay, Vorräte sind immer gut. Wow, wow, holy shit. Ey. Fuck. Scheiße, wird immer wieder spawnen.
Hier bin ich! Gar nicht so einfach. Ich glaube, ich muss die ein bisschen rausziehen. Schwierig. Gar nicht so einfach, aber es macht Spaß. Ja, drehst du dich jetzt noch um oder nicht? Eisen. Okay. Einmal Stahl. Danke. Bitte. Alter! Ah. Ai, 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 ai.
kämpfen wir! Okay. Puh. Der da hinten scheint zu backen. Und dann wird die gleich vom Pferd runter. Wow. Oto jaka balokui. Okay, was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Sammlungen. Gesammelte Gegenstände und Ressourcen werden im Sammlungen-Menü gelagert. Okay, dann haben wir, was wir schon alles haben. Okay, dann haben wir noch nicht genug Aufzeichnungen. Belohnungen Attentat. Okay. Schauen wir aber erst hier noch durch, ob hier noch irgendwas gibt. Dass ich noch irgendwas übersehe hier. Ah, da vorne wird sie wahrscheinlich sein.
Jin, du hast mich gefunden. Yo. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Der Kriegerkodex. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Noch nicht. Aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Okay, ich check jetzt aber gerade, ich habe doch das jetzt abgeschlossen hier. Warum kriege ich jetzt hier keine Belohnung? Unentdeckter Ort, wir machen das mal. Müsste gleich hier sein. Da kommen wir nicht hoch wahrscheinlich, gell? Jetzt muss ich nochmal schauen. Wo geht die Quest noch weit? Ach, die geht noch weiter. Okay, machen wir es weiter. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Bisschen umschauen hier. Dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Okay, das ist bloß wieder so ein zu verstecken. Leder. Dann gehen wir eins hoch. Doch ein bisschen größer hier alles. Ah, da schon. Natürlich alles mit.
Ja, und den Aussichtsturm mal schauen, ob da vielleicht irgendwas ist. Du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. War ich hier schon? Nee, weiter nicht. Weiter. Fuchsbau. Los, komm her! Oh, ich darf da gar nicht durch, oder was? Was ist das für ein Scheiß? Hör das Open World? Geh mal hier weiter. Ich geh immer in diese Richtung, sagt er. Ich denke mal, dass wir da rein müssen. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Hier da oben. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Spähen? Wir müssen zu Taka, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Hinten sind sie bestens geschützt. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn.
um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Okay, Leute, ich würde sagen, also schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht. Es sind auch wieder 35 Minuten, sonst wird es zu lang. Außer ihr sagt, ihr wollt so lange folgen, dann kann ich es natürlich noch länger machen, ist gar kein Problem. Aber soweit würde ich sagen, schauen wir uns jetzt in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst doch ein Like, Kommentar oder, wenn ihr auch wollt, ein Abo da. Und genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.